Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erklärvideo zum Operanden Konditionieren. Wir erklären euch jetzt anhand des folgenden Beispiels, wie ein positiver und wie ein negativer Verstärker wirkt. Das ist Finja. Sie ist 16 Jahre alt, ist eine fleißige Schülerin, die deshalb auch oft Lob von ihren Lehrern bekommt und gute Noten schreibt. Allerdings ist sie momentan sehr unmotiviert und kann sich schwer überwinden, zur Schule zu gehen. An einem Tag ist ihre Motivation komplett im Keller und sie entschließt sich, die Schule zu schwänzen. Finja hat Glück, denn ihre Anwesenheit wurde nicht eingetragen und es gibt keine Konsequenzen für sie. Sie entschließt sich, nun auch ein weiteres Mal zu schwänzen und ihre neu gewonnene Freizeit anderweitig zu nutzen. Von nun an bleibt sie der Schule über einen längeren Zeitraum fern. In unserem Beispiel findet eine operante Konditionierung statt. Also eine Konditionierung, die durch Konsequenzen auf ein bestimmtes Verhalten hervorgerufen wird. In unserem Fall in Form eines positiven Verstärkers. Der positive Verstärker ist in diesem Fall die neu gewonnene Freizeit, die sie durch das Schwänzen gewinnt. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des Schwänzens nimmt zu. Als Finja das nächste Mal zur Schule erscheint, versteht sie nichts vom neuen Unterrichtsstoff und schreibt schlechte Noten. Nicht zuletzt wegen ihrer Fehlstunden. Finja, die sonst immer recht gute Noten hatte, ärgert sich darüber. Von nun an geht sie wieder regelmäßig in die Schule. In diesem Fall findet eine operante Konditionierung in Form eines negativen Verstärkers und einer Löschung statt. Die schlechten Noten sind in diesem Beispiel der negative Verstärker, welcher die Auftretenswahrscheinlichkeit des Schwänzens verringert. Sie lässt das Schuleschwänzen sein. Somit findet auch hier das Prinzip der Löschung statt. Bedeutet, dass die Konsequenzen aufgrund ihrer Verhaltensweise sie dazu animiert haben, ihr Verhalten nicht zu wiederholen.